Hey meine Freunde und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Winter Relax zusammen mit mir, dem Snuggles AD. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge und bitte das Bewerten nicht vergessen. So, wir fangen jetzt hier auf der Bockmauer an mit dieser Folge Winter Relax und zuerst zeige ich euch erstmal, was so Neues hier in meinem Haus dazugekommen ist. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt hier in den letzten Tagen mal ein bisschen mit der Chisel and Spits Mod rumexperimentiert. Mir ist bewusst, dass die FPS hier sehr, sehr am Arsch sind. Wegen der Mod halt. Und ich habe hier ein Gericht gebaut, weil man ja sieht, wie in den Streams gesehen hat, dass bei uns öfters mal ein bisschen Krieg gibt. Und ja, da dachte ich mir, mach ich ein Gericht. Gefällt den meisten nicht, dass das in meinem Haus ist, aber egal. Und ja, ich habe hier ein bisschen Papierstapel und so ein Hammerchen gebaut, also mit dem Mod kann man schon geilen Scheiß machen. Und hier oben ist schon die zweite Etage, wo ich dann die Stube und sowas reinbauen werde. Und ein wunderschöner Balkon, wie ihr schon am Ende dieser Einführung gesehen habt. Sehr, sehr nice, damit man hier ins Hintertal gucken kann. Und wir werden jetzt erstmal, um dort oben oder alles erstmal einzurichten, damit ich die Fackeln hier wegnehmen kann, weil die weißen, die passen so nur so halb. Bisschen Glowstone Farm gehen. Ja. Steinspitzhacke. Und ich wollte doch mal wissen, dieses Säge hier. Mit R, ja. Puh, was brauchen wir dafür alles? Was ist das hier? Okay, das geht noch. Das hier. Braucht man ein Schwarzzeichen? Okay, das geht. Okay. Das werden wir dann auch noch craften, diese Architektur Sawbench mal. Ja, okay. So, und jetzt gehen wir jetzt mal farmen. Nicht Start, wie Starla, nee. Mondi, hallo. Hallo Mondi. Alter, sieht das cool aus. Und, das brauche ich noch eine Pickaxe, weil Björn sieht meine Alter hat eins Haltbarkeit. Deswegen Bruchstein, wie machen wir uns jetzt? Ich hab schon Bruchstein. Machen wir uns jetzt eins oder auch zwei. Nee, machen es gleich drei. Wenn schon, denn schon. Holzstickles haben wir hier nicht mehr. Müssen wir uns erstmal welche craften. So. So, 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 so. Jetzt haben wir unsere Pixen, Äxten, Äxten der Pixen. Dann räumen wir erstmal hier ein bisschen unser Inventar in die Kiste. So. Und gehen jetzt auf Glowstone Farm Suche ins Nether. So, und mir sind gerade zwei Dinge aufgefallen, und zwar, dass ich erstens im Nether, um mich zu dem Glowstone hochzubauen, ein bisschen was zu bauen bräuchte. Und zweitens, dass ihr die ganze Zeit jetzt am Anfang, die ersten zwei Minuten oder so, keinen Minecraft-Ton hattet. Ja, also, gehen wir jetzt mal ins Nether zurück. Und da gehen wir gleich mal hier zum ersten Glowstone. Ist zwar alle ein bisschen gefährlich hier. Müssen wir erstmal die Fackeln aus der Hand nehmen. Und irgendwie sieht das mit dem Shader ganz schön spooky aus hier. Sehr, sehr spooky alles hier. So, hochbauen. Und es wird wahrscheinlich das nächste Video wieder, wie gesagt, wie immer, etwas nicht Minecraftiges sein. Und es wird, um es konkret zu fassen, Crossout sein. Das ist so ein Spiel, wo du dich mit Autos gegenseitig zerstören musst. Ja, das gefällt. Das spiele ich halt ab und zu mit Egorik und Mark. Weil das halt ein sehr, 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 sehr cooles Spiel ist. Und ja, wenn ihr schon dazu ein bisschen Feedback habt, wie ihr das finden würdet und so weiter, dann schreibt das doch mal bitte unter diesem Video in die Kommentare. Weil YouTube ja so eine riesige Funktion hat, womit das geht. So. Jetzt sind den noch. Ah! Nein! Ach, oh. Ja. Glowstone hier.
Lowy und Sony. Und da ist ein Sony mit Quarzbauer, farm hier und kein Quarz, weil ja hier geht es ja nicht um PvP und Level. Und ich habe ein paar Todespunkte noch, sondern um ja das winterliche Bauen. Ist jetzt alles nicht so extrem winterlich geworden, ist einfach zu einem normalen Bauprojekt abgestuft, kann man das so nennen. Ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes geworden. Jedenfalls ist es jetzt nicht mehr so ein reines Winterprojekt, weil ja das Wetter in Deutschland hier auch nicht so ganz den Vorstellungen eines Winters entspricht. Ja. Ja. So. Nein, ich will nicht irgendwas in meinem Chisel umstellen. Der stellt den immer rum. Was ist denn das? Ich will ihn nicht rum an meinem Chisel rumchiseln. Und eigentlich hatte die heutige Folge schon am Freitagabend dieser Woche aufgenommen worden werden sollen. Da war aber der E-Korrekt dann doch nicht mehr da. Weiß immer noch nicht bis jetzt auf mysteriöse Weise, wieso er nicht da war. Deswegen gab's dann jetzt wieder so eine Lonely Folge hier. Und wir gehen schon mal mit dem Gloss, was wir haben, jetzt wieder nach Hause. Schmücken unser Haus damit. Und ich weiß auch nicht, wer das hier am Netherportal hingebaut hat. Mit dem Quarz. Ich nehme an, das wird Taultier. Wer sonst macht so eine Scheiße? Und jetzt sind wir wieder im Leckparadies. Ja. Alter. Ist halt wirklich so, das ist traurig. Das Leckparadies. Paradise. Accepted. Ist auch noch ein Glowstone. Mach ich noch Block draus. Ah, hier ist auch noch 4 Glowstone. Auch noch ein Block draus. Mal ein bisschen die Shiny-Umgleister aus den Kisten zusammensuchen. Ich habe in diesem Projekt hier wirklich 0 Kisten in Ordnung. In letzten Projekten hat das eigentlich immer relativ geklappt, aber ich glaube, hier ist mir ein Babel. Also, muss ja alles immer so symmetrisch sein. Das hatten die Menschheit immer mit ihrer Symmetrie. Das ist doch immer so. Immer symmetrisch, alle symmetrisch. Kann man nicht mal was Alternatives mehr bauen hier? Das Asymmetrische. Das traut sich heutzutage keiner mehr. Es ist, die Menschheit ist vergeht, Stück für Stück. Hier in der Mitte habe ich ein bisschen Angst, dass hier nicht ausgeleuchtet ist. Deswegen. Kommt jetzt hier hin. Los, Jimmy. So. Was wollte ich dann heute machen als nächstes? Stimmt, die Farm abfarmen gehen. Aber erstmal alles wieder unaufgeräumt in die Kisten schmeißen. So, packen die Hand. So, mehr unaufgeräumt geht nicht mehr, deswegen gehen wir jetzt frammen. Und wusstet ihr, dass es jetzt hier bei mir, also stimmt, ihr wisst das nicht, aber jetzt bei mir hier gibt es im Laden einen Art Catchback mit mir Goldbahn geschenkt. Danke. Eine Art Cashback-Aktion. Du bekommst für jedes Brot oder für die Brote eine gewisse Menge oder an allem, was du kaufst, eine gewisse Menge an Samen hier, weil ich dich alle mal verbrennen möchte, dazu. Ja, so eine Art Cashback ist halt. Ach komm, wie ging es mir jetzt Zombies-Schnitzel um? Schnitzel. Wir hätten da so schön einen halben Baum stehen lassen. Danke, dass ich ihn abfarmen darf. Muss ich mich gar nicht selber hochbauen immer. Und jetzt ist Geld erstmal dran, glaube ich, bevor es mich abschießt. Hat schon einmal mich abgeschossen. Okay, ich glaube, den Plan mit bester PvPer in Deutschland EU West, den Titel kann ich mir jetzt schon mal gedruckt irgendwo hinschmieren. Und Fortnite wird jetzt erstmal in der nächsten Zeit etwas pausiert, bis das Start-Update kommt, auf jeden Fall. Ja. Da wird dann ein bisschen mehr Crossout und so was kommen. Ja, und vielleicht auch, wenn ihr wollt, kommt mal ein Winterspiel. Weil ich da so ein Zappen kostenlos mir mal gefindet. Wenn ihr da was wollt in die Richtung, dann schreibt das. Und es wird auf jeden Fall, wenn das wieder online kommt, der Server, oder für alle online, dann wird auf dem Bergwerk Lab Server auch ein bisschen Tri-Jump gespielt hier. Das wollte ich euch mal spielen und. Ja, da stand mal sowas von wegen Winterpause oder Herbstpause bis Dezember. Welches Datum haben wir heute? Den 6. Januar. Ich weiß ja nicht, was die so unter Dezember verstehen, aber... ja. Willkommen im Leckparadies. Schlechte FPS für jung und alt. Nur hier und nur jetzt. Bei Möbelmaler. Nein, gut. Wird übrigens hier nicht unterstützt durch Produktplatzierung.
Nicht, dass es jemand denkt, der schon mit dem Maler gesponsert hat. Was? Nein, vielleicht nicht. Wieder so ein Hunamakata-Ohrwurm, Alter. Hakuna Matata-Ohrwurm. Die sind richtig schlimm. Mann, wieso denn jetzt? Ja, jetzt sind keine. Okay, gut. Ich glaube, ich sollte es einfach lassen, so eine Scheiße zu machen mit meiner Stimme. Sonst habe ich sie nie wieder irgendwann. Das wollen wir natürlich nicht. Denn ohne Stimme ist schlecht. So, ich würde sagen, das war's damit mit einer weiteren Folge von Winter Relax. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, wir haben am Anfang schon gesagt, bitte bewerten und schaut euch noch weitere Videos auf meinem Kanal an, wenn ihr Lust und Laune dazu habt. Also bis dahin, ciao, ciao.